Hallihallo, schon bin ich da. So, da ist das Rad. Ich habe jetzt aus unserem Lager ein Tauberrad geholt, was für einen Kunden schon bereitsteht. Kein Fully, sondern es ist ein Hardtail. Das ist jetzt wirklich ein Hardtail, genau, ein hartes Teil, ja. Jetzt gucken Sie sich hier mal diese Reifen an. Also das ist ja Wahnsinn. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, wie die ersten Räder damit kamen, ne, da sind wir jetzt echt eigentlich schon im Motorradbereich. Ne. Ist schon Wahnsinn. Was die da geschaffen haben hier mit diesen Reifen, ne, die Lauffläche nach außen, ne, der hat ja so eine Wahnsinnshaftung. Ne. Den ist ja jetzt auch der Fabi mehrfach gefahren, der sagt, das ist ein Wahnsinnsreifen. Ne. Er hat auch eine ganz besondere Gummimischung, weiß man ja, ne? Gummimischung, Formel 1, auf die Gummimischung kommt es an. Ja, richtig. Das sind sehr haltbare Reifen mit unglaublich gutem Grip. Sie können natürlich auch mit so einem glatten Ding, können Sie auch mal Feldwege entlang fahren, macht da nichts aus. Wenn es rutschig wäre, gut, wenn man das öfters macht, auf rutschigen Passagen im Wald, dann nimmt man halt da den Geländerreifen. Aber ansonsten ist es ein fantastischer Reifen, vollkommen leise, super leicht laufend. Man kann das wunderschön in die Kurve reinlegen, auch in Schräglage, also so, ne? Das ist so ohne weiteres möglich. Genau. Super. So, und dein Liebling, der Speedlifter, komm, stell ihn vor. Genau, der Speedlifter. Ja, ich sag mal, was ich noch mal kurz zur Bereifung sagen wollte, ist immer das, was ich auch meinen Kunden immer sage, wenn sie ein Rädle konfigurieren bei uns unten. Man muss wissen, als Gebraucher, ne, was man fahren möchte. Fährt man mehr Straße oder mehr normale Landwirtschaftswege, die asphaltiert sind oder betoniert sind, würde sich natürlich so ein Straßenreifen viel mehr machen. Aber ich sag mal, der Johnny Watts ist ein sehr guter Mischreifen, wenn man es so sagen kann. Er ist von der Profilierung in der Mitte wirklich so gut, dass man sagen kann, er hat noch ein ruhiges Laufgeräusch, Laufgefühl. Ne? Das sieht man hier. Also es sind nicht so hohe Stollen. Der wäre ein sehr guter Mischreifen für mich. Aber wer nur Straße fahren will, will schöne Radtouren machen, über mehrere Tage Speed geben, der ist natürlich mit so einem Reifen viel besser beraten, muss man dazu sagen. Ja, und wenn man das jetzt da wieder als Kaffeeraser. Genau, der Kaffee-Racer. Mit denen breite, schöne Reifen und den Schutzbleche. Ja. Ach, das sieht doch klasse aus, gell? Ein Hingucker. Genau, richtig. Und wie gesagt, das mit dem Gepäckträger, also ich habe mich schnell an diese Optik da gewöhnt, gab es übrigens auch vorm Griech schon. Vom letzten Krieg. Okay. Man erinnert sich. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Und da hat man die Fahrräder tatsächlich auch ohne Gepäckträger gemacht und nur hin und wieder, also Sonderausstattung. Und da sehen wir jetzt auch wieder, Sie können ja mit Rucksäckle fahren. Oder was auch schön ist, da gibt es hinten so Täschle, wo man da hinmachen kann, haben wir auch. Mhm. Oder vorne ein Täschle. Also besser ist hinten da neben uns hin. Ich kenne es auch aus der Kindheit. Irgendwann kamen mal die Gepäckträger, ansonsten hatten die Damenräder, das wissen wir, früher immer ganz normal nur Schutzbleche drauf, mehr nicht. Ja, aber jetzt zum Thema Speedlifter. Achso, Speedlifter, ne, ganz kurz nur Schutzblech. Ja. Was für einen Sinn macht es denn eigentlich, auf einem Straßenrad die Schutzbleche wegzumachen? Also das Gewicht kann es nicht sein, der Grund. Mhm. Die Optik, wenn du wirklich mal in Feuchtigkeit reinkommst, dann hast du da hinten so einen Streifen, der geht dann daneben rüber, kann es auch nicht sein. Der Vorteil ist, an den Tauberrädle, die Schutzbleche sind dran, man könnte das Rad auch ab Werk bestellen ohne, ne? Dann kostet es sogar einen Aufpreis. Mhm. Also lassen Sie bitte die Schutzbleche dran, das macht wirklich Sinn, es sieht klasse aus. Schutzbleche hat man nicht von ungefähr mal an die Räder hingemacht und wer ohne fahren will, mein Gott, der kann es sich so wegmachen, aber denken Sie dran, Sie bauen es irgendwann auch wieder hin.